Bus und Bahn fahren ohne Fahrschein. Dieses Ziel verfolgen nicht notorische Schwarzfahrer, sondern die Piraten in Berlin. Die sind ja vor gut 7 Wochen dort ins Parlament eingezogen mit der Forderung, einen fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Nun sollen nicht alle schwarz fahren, sondern einfach alle Bürger zahlen. Das ist auch eine ganz tolle Idee für das Dorf mit Straßenbahn, finden die Bremer Piraten und haben das gleich mal durchgerechnet. Janosch Keresti zieht den Summenstrich. Weg mit den Fahrscheinen, es geht auch ohne. Das glauben Erich Sturm und seine Piraten in Bremen. Die Idee fahrscheinloser ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr, haben sie mal durchgerechnet. Ausgangspunkt ist ein 9-stelliger Eurobetrag. Diese 138 Millionen stehen für den Gesamtbetrag, den wir aufbringen müssen für den öffentlichen Nahverkehr hier in Bremen. Und er setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Die drei größten sind eben die Fahrscheinerlöse, dann die Ausgleichszahlungen für Azubis, Behinderte und dergleichen mehr und die Bezuschussung durch das Land Bremen. Dieser gewaltige Betrag, den das ganze Bus- und Bahnfahren in Bremen kostet, wird verschwindend klein, wenn man ihn auf alle Bremer verteilt. Die Piraten schlagen eine Gebührumlage oder etwas Ähnliches vor. Pro Kopf wären das dann ungefähr 18 Euro pro Monat. Man kann natürlich nicht jede Person mit einbeziehen. Also wir würden wahrscheinlich die Behinderten, die Azubis, aber auch die Minderjährigen weiterhin rausnehmen. Und dann kämen wir auf einen Betrag von 23 Euro pro Monat. Hey, für 23 Euro so viel Bus und Bahn fahren, wie man möchte, ohne lästiges Fahrschein kaufen, das ist doch ein Schnäppchen. Gut, das ist eine gute Idee. Halte ich viel von. Würde sich das lohnen für Sie? Auf jeden Fall. Grundsätzlich würde ich es okay finden, wenn es wirklich funktioniert, dass dann noch mehr fahren. So häufig fahre ich nicht mit der Straßenbahn. Ich fahre sonst Fahrrad. So attraktiv die ÖPNV-Flatrate sein mag, geht nicht, heißt es in der Verkehrsbehörde. Eine Steuer oder Gebühr aufs Bus- und Bahnfahren sei rechtlich schwer möglich. Bezahlen ginge nur individuell mit Fahrscheinen. Abgesehen davon, dass es rechtlich schwer möglich ist, ist es richtig, von Leuten Geld für eine Leistung zu erheben, die sie nicht in Anspruch nehmen. Ja? Denn ich bin zum Beispiel Fahrradfahrerin. Ja? Geht das? Und darf man das? Und ist das richtig? Also wir gehen davon aus, dass es eine Entlastung der Umwelt geben würde. Also mehr Leute fahren mit Bus und Bahn und weniger mit dem Auto. Das wäre das Erste. Dann haben wir eine Entlastung von Polizei und Justiz. 4,5% der Straftaten in Bremen ist wegen Schwarzfahren. BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer warnt, Schwarzfahrer gäbe es bei der Bremen-Flatrate weiterhin, nämlich die Niedersachsen, die nach Bremen pendeln. Er sieht noch ein Problem, wenn alle das Gleiche zahlen müssten, alle das Gleiche dafür bekommen. Wenn ich jetzt jemand bin, der in irgendeinem äußeren Stadtteil Bremens wohnt, der auch gerne dann natürlich gleiches Recht für alle auch gerne Bus und Bahn nutzen möchte, hat er natürlich daraus abgeleitet auch einen Anspruch, dass da noch eine weitere Bus- oder Bahnlinie hingebaut wird, die aus unserer heutigen Sicht sich eigentlich wirtschaftlich nicht betreiben ließe. Im Internetforum der Piraten wurden die Vor- und Nachteile der fahrscheinlosen ÖPNV-Idee bereits hitzig diskutiert. Für Erich Sturm schon mal ein Teilerfolg. Wir sehen, dass es sehr viele Probleme und Fragen auch gibt. Deshalb haben wir das erstmal als Idee hineingebracht und hoffen, dass möglichst viele Menschen sich in der Diskussion um diese Idee beteiligen. Wir haben uns auch gerne daran beteiligt, aber mehr als eine Idee ist es dann doch noch nicht. Bus- und Bahnfahren bleibt vorerst nur mit Fahrschein möglich.